So ist es, dann zeig mal, wo du. Nee, was du zu sagen hast. So wollte ich sagen. Iris, was machst du hier? Ich warte auf dich. Auf mich? Ja, ich will dich etwas fragen. Können wir kurz unter vier Augen sprechen? Könnt ihr nicht. Ich spreche mit Hayes, nicht mit dir. Nein, nein und nochmals nein. Vertraust du Hayes etwa nicht? Du scheinst nicht sehr sicher zu sein, was deine Treue zu dir angeht. Seine Treue. Das stimmt nicht. Dann beweise es. Was? Über dem Meer liegt im Süden die Stadt Dulcinea. Westlich davon findet man den Turm der Wahrheit. Dort erfahrt ihr die ganze Wahrheit. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr den Mut dazu habt. Verpiss dich! Für wen hält sie sich eigentlich? Iris war irgendwie ganz anders, als sie sonst ist. Du scheinst diese Frau ja sehr gut zu kennen. Augenzwinker. Ich, du scherzt. Hey, es stimmt etwas nicht? Seeland, sei nicht albern. Sie ist nicht albern, es wäre doch möglich. Atea? Sie schüttet noch Öl ins Feuer. Elfen können ganz schön frech sein. Hayes, auf nach Dulcinea und nur dahin! Schon gut, schon gut. Ja, auf nach Dulcinea. Und damit ich nicht in Zufallskämpfe verwickelt werde, gehe ich natürlich wieder unter Wasser. Dupdi-dupdi-du, auf in den Süden. Süden. Süden, Süden, Süden. Okay, das müsste es sein, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Durinair. Was gibt's denn hier zu labern? Ich bin vor Jahren einmal zum Turm der Wahrheit gegangen und habe in den Spiegel gesehen. Ich stand vor dem Spiegel und dachte an einen bestimmten Mann. Und habe ich mich im Spiegel gesehen? Naja, wir sind auf jeden Fall immer noch zusammen. Meine Frau hat mich zum Wahrheitsturm geschleift, als wir noch jung waren. Ich dachte, sie würde mich umbringen, falls ich mich nicht im Spiegel sehen würde. Also habe ich die ganze Zeit versucht, nur an sich zu denken. An sie zu denken. Ich möchte eigentlich hier nur gucken, ob es Zauber hier gibt oder neue Waffen. Hallo, schaut euch ruhig mal um. Waffen? Kektoschwert, das hört sich gut an. Megalanze, hört sich noch besser an. Silberrute oder Frost? Nee. Obwohl sie hat jetzt diesen Bogen, Atea. Deswegen gebe ich das jetzt hier nur Seelan. Rüstung, kaufe ich hier das Kristallhemd für Guy. Kristallhelm für Hayes und Guy und Kristallhut für Atea und Sina. Dornkralle nur für. Was war das denn? Du, was? Du trägst zu viel? Oh, ich muss was verkaufen. Ach, dann kaufe ich es jetzt noch nicht. Ach, ich verstehe. Ich muss, glaube ich, mal wieder ein anderes Kapselmonster füttern. Aber hier ist noch ein Magieladen. Mal schauen, was es hier für Zauber gibt. Ich bin noch jung, aber unsere Magie ist schon sehr stark. Schön für dich. Oh, das wollte ich nicht. Egal. Und Abaddon. Da ist er doch. Nicht nur Dabba, sondern Abaddon. Und dann können wir eigentlich schon wieder weitergehen. So, ich tauche unter, denn ich denke mal, dass ich hier noch ein bisschen paar Meter sparen kann. Genau, hier ist eine Brücke und dann müsste da der Turm sein, zu dem ich hin soll. Turm der Wahrheit. Ich bin gespannt, was es hier für Monster gibt. Xianos, okay. Ja, ich versuch's einfach mal so. Schwups. Bup. Grianos. Sieht aus wie ein, wie nannte man die früher? Stegosaurus. Genau. Aber die verzagen auch wieder sehr viel. Grianos, komm. Du bist kaputt. Und du gehst, glaube ich, jetzt auch kaputt. Besser wär's. Für uns alle. Jo. Haha, ich darf glaube ich zuerst angreifen. Und das sind Sirenen. Ja, klar. Ich denke mal, die können dann auch diesen Minnesang Zauber oder Attacke, wie man es nennen will. Aber es juckt mich ja nicht wirklich. Aber die sehen ganz witzig aus, finde ich. Und.
Ja, hier ist so eine Wand. Gucken wir mal nach, was hier drüben ist. Okay, ich muss da erstmal, glaube ich, einen Schalter umlegen. Okay. Oh, das war richtig. Nee, das war, glaube ich, falsch. Ich habe mir das natürlich jetzt nicht gemerkt. Okay, zack. Zack, zack. Zack. Ding, ding. So, dich gleich von hinten an. Jo, Vincent. Die Viecher heißen Vincent. Wie witzig. Sind das Pflanzen? Ich weiß es gar nicht. Sieht ein bisschen so aus. Hätte ich mal lieber Dings hier benutzt. Phönix-Zauber. Ich benutze mal Phönix mit Selan und mit Atia kann ich ja nochmal angreifen. Zieht ja sowieso schon so viel ab. Und du bist kaputt. Okay. Da ist ein Adler. Ich hatte lange keine Adler mehr. Das sind aber keine Adler, das sind Serfaco oder Serfazo oder Serfacho. Kein Plan, was das, auf welchen Namen das anspielen soll oder welche Tierart oder auf welches Geschöpf. Sieht ein bisschen aus wie Ibitak. Ja, von der Farbe nicht, aber so vom Körper her, vom Körperbau so. Geh kaputt. Du auch. Ja, super. Dankeschön. Ja, das dachte ich mir. Also den ganzen Weg zurück. Lass mich hier rüber. Ching, ching, ching. Und du willst bestimmt gegen mich kämpfen, deswegen gehe ich mal kurz hinter. Ja, danke. Grianos. Grianos. Sehen schon am. Obwohl, die sehen nicht so furchterregend aus, weil. Ich weiß nicht warum. Das liegt vielleicht an den Augen. Die Augen sind nicht aggressiv genug, möchte ich sagen. Der Kamm, okay, der Kamm ist cool, aber. Die Augen. Könnten auch beim Teddybären sein. Solche Knopfaugen. Naja. So, weiter. Oh, es geht nach oben. Oh, das war schlecht. Ja, ich weiß, das war schlecht. Und deswegen bekomme ich jetzt auch zu Recht was aufs Maul. Tralala. Auf alle? Ja, natürlich. Und alle schlafen, wie schön. Damit dieser Kampf noch länger dauert, als es überhaupt sein muss. Dornenrute, yeah, das war gut. Ich dachte, das wäre jetzt ein Monster, das angreifen würde. Aber es war ja mein Kapselmonster. Haha. Dotemi. Ich glaube, dieses Monster kann auch nur singen und sonst nichts. Ach, jetzt ist Selan auch noch verwirrt. Schön. Shane. So, willst du bitte aufwachen? Danke. No, ist das nervig. Oh yeah. Oh yeah. Yo, super gemacht. No. Haha, hatte erst wieder voll bei Sinn. Nein. Gottgleich. Das muss ich mir merken, dass ich sofort hier. Ja, sauber. Sauber, Jungs, sauber. Ja, das kommt ein bisschen spät, Gordo, aber ich bin trotzdem froh, dass du an meiner Seite geblieben bist. Zauber.
Ching, 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 ching.